Einen wunderschönen und herzlich willkommen zurück in unserer wunderschönen, zugestauten Stadt Canberg in Cities Skylines. Ja, wir müssen definitiv hier etwas verändern. Und ich würde sagen, wir werden so eine ähnliche Kreuzung wie hier hier irgendwo dazwischen quetschen, weil ich sonst nicht glaube, dass wir hier mit der Verkehrssituation zurechtkommen werden. Das staut sich ja bis zur Autobahn und dann spawnen da schon Autos weg und oh Gott. Das ist nicht so toll. Hatte gerade auch noch ein Update, bin jetzt hier Level 3, aber das werde ich jetzt erstmal ignorieren. Ich glaube nämlich, dass das hier jetzt erstmal soweit funktioniert. Ja, komm, das wird schon irgendwie. Ich denke, der Pause-Knopf ist jetzt erstmal unser Freund. Da freuen sie sich, dass die Straßen weg sind, ne? Ja, im Grunde genommen müsste es doch eigentlich ausreichend sein. Ich schick dich mal bis hierhin und bis hierhin. Ja. Jetzt hätte ich... Achso, die Straßenvorgaben sind theoretisch zwar an, aber ich hätte gerne diese... Ah ne, das ist sogar diese Straße. Jetzt keine Straßenvorgaben, bitte. Ja gut, das kann man als schön empfinden. Na ja gut, das wird vielleicht noch schöner. Vielleicht wird das noch schöner. Ich habe da so meine Zweifel, aber... So, und wenn ich das jetzt... Gefälle zu steil, geht's von hier aus? Ach komm, laber mich doch nicht mit Gefälle zu steil zu... Komm, laber doch nicht. Laber nicht. Okay, also du wirst da auf jeden Fall wegkommen. Wenn ich einen Kreisel unter... Nee, das ist... Das müsste ein sehr großer Kreisel sein. So viel Verkehr haben wir hier eigentlich nicht. Da sind ja nicht so viele Leute in diesem Dings.
Deswegen, ich habe eine Idee. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob ich die hinkriege. Ich probiere mal was. Das Gefälle ist nicht so steil. Wir passen das später noch an, keine Sorge, keine Sorge. Wir passen das jetzt an. Das sieht ja gruselig aus. So. Dann. Oh, warte, hier brauche ich eine andere Straße. Aber die haben wir hier, ja. Lasst mich hier erstmal in Ruhe fertig bauen. So. Ja, gut, das hier brauche ich nicht wild. Na doch, ihr sollt euch hier einreihen. Ihr dürft natürlich nur hier abbiegen. Und hier ganz wichtig, ihr dürft nur hier lang fahren. So. Wer auch immer mir gerade über WhatsApp schreibt. So, und dasselbe machen wir jetzt noch auf dieser Seite. Guck mal, das Ding kann hier noch tiefer. Das Ding dann so stark abknickt, aber das liegt, glaube ich, an meinem. Ja. Ich glaube, damit muss ich jetzt momentan leben. So, dann machen wir das hier weg. Hier diesen Punkt, den können wir noch ein bisschen niedriger machen. So, dann selbes Spielchen hier. Ach nee, das sind nicht die Autobahnen. Hier würde jetzt in die Richtung was abgehen. Nein. Ich mache das jetzt nur mal so hoch und so hässlich, damit ich ein bisschen Platz zum Arbeiten habe. So.
Ja, können wir so machen. Und dann mit einer Kurve. Und dann wieder mit der dreispurigen runter. Halte ich für ein Gerücht, dass das Gelände zu steil ist. Hier siehst du, das sieht wunderschön aus. So, erstmal dich. Und dann du. So, dann brauchen wir nochmal die dreispurige Autobahn hier. Und jetzt, genau, du sollst hier abgehen, du darfst geradeaus fahren. Ohohohohohohoho. Ihr dürft hier natürlich gar nicht abbiegen. Genauso wie ihr geradeaus fahren müsst. So, ihr dürft natürlich nur links. Ihr dürft nur rechts. Ihr dürft euch hier nur hier einordnen. Ihr hier. Gegenverkehr interessiert das nicht. So, wupp, wupp. Und du darfst hier nach rechts. Du darfst hier nur auf die Autobahn. Ihr dürft geradeaus. Ich weiß zwar nicht, ob das so sinnvoll ist, hier so eine richtig dicke Spur zu haben, aber egal. So, dann wollen wir doch mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt auf Play drücke. Es wäre vielleicht noch von Vorteil, wenn ich den hier. Ach, hier ist eine Ampel, oder? Kreuzung. Keine Ampel, keine Ampel. Und hier möchte ich auch keine Ampel und hier auch nicht. Was die Kreuzungsbeschränkung angeht, dürft ihr fahren, ihr dürft fahren. Ihr dürft auch fahren, ihr und ihr dürft fahren. Selbiges gilt hier und hier. Natürlich auch hier. Ihr dürft eigentlich alle immer da durchbrettern. Spricht nichts dagegen. Ah, guck mal, die tun sich hier schon ein. Ich behaupte einfach, das wird uns hier deutlich weiterhelfen. Kann ja gar nicht anders sein. Ja, doch, guck mal, das läuft hier ganz flüssig. Wenn ich denen hier noch die Vorfahrt gebe. Na komm, das lassen wir erstmal so. Das lassen wir so. Und schauen einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt. Wir haben immer noch Industriebedarf. Wie sieht's denn hier aus mit unserem Öl?
Also, hier muss ich noch ein bisschen produzieren. Na gut. Okay, ich habe mich gerade gewundert, warum ist denn da das Öl weg, aber die tun alle 4800 produzieren. Da dachte ich gerade schon. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Erdöl. Plastik haben wir ja noch nicht. Tja, und damit würde ich sagen, sind die Verkehrsprobleme hier fast aufgelöst. Hier staut es noch ein bisschen am Kreisel. Das hier könnte ich noch optimieren, indem ich... Warum ist das... nicht längst passiert? Also so irgendwie funktioniert das hier nicht immer ganz so, wie das soll. Habe ich das Gefühl. Ja komm, aber guck mal, das sieht doch jetzt schon mal deutlich besser aus. Ich zone mal noch ein paar... Einwohnerhäuser herbei. Haben wir auch wieder ein bisschen Bedarf. Nicht viel, aber... Oh ja, und ich kann mal hier noch ein bisschen Bürogebäude nachziehen. Machen wir das mal bis hierhin. Ich weiß, Kommerzgebiete brauchen wir auch ein bisschen, aber da habe ich hier noch nicht den Platz. Da müssen wir noch mal warten, bis wir hier ein neues Feld kaufen können. Zumindest möchte ich das nicht einfach so jetzt. Ach ja, der Schandfleck unserer Stadt. Aber guck mal, das hat sich jetzt ein bisschen aufgelöst. Ich würde sagen, Mission erfolgreich, oder? Kalter Kaffee. Habe ich zu ausgiebig gespielt und meinen Kaffee vergessen. Wer schreibt mir dauernd jetzt so WhatsApp? Mir schreiben Leute nie über WhatsApp und jetzt schreiben auf einmal Leute im WhatsApp. Was soll denn das? Na gut, aber die Folge ist ja jetzt sowieso erstmal vorbei. So fast. Also ich fange jetzt in dieser Folge nichts mehr an. Ich meine, dass wir hier schon mal ein neues Abfahrtssystem haben, ist doch schon mal was. Und ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.